Kamera steht, Licht steht, los geht's! Thomas hat mich vor 10 Jahren. 10 Jahren angeschrieben, ob ich in seiner Band, die er damals hatte, singen möchte. Sie hieß damals übrigens Mystic Hour. Nicht ich, sondern die Band. Ich hatte erst Nein gesagt. Also ich habe wirklich abgesagt, habe eine Mail, was heißt, eine Nachricht verfasst, nachdem ich so einen langhaarigen Bombenleger da... Aber wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich extrem hartnäckig und ich bin dabei geblieben bis zum bitteren Ende und es hat sich ausgezahlt. Also was lernen wir daraus? Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Wir sind dann relativ schnell zusammengezogen, also nachdem wir dann 2010... Am 4. Januar ist dieses Bild entstanden. Das war unser erstes gemeinsames Bild. 4. Januar 2010 ist somit auch unser Jahrestag. Und nachdem wir da zusammenkamen, sind wir dann tatsächlich im März zusammengezogen. Just tell me, my Schatzi, how is it going on you? Oh Gott, der Tanz. Filmst du schon? Ja, na klar. Schon. Oh Gott. Oh Gott, he's dancing. Schatz, Schatz, Maus. Als ich in die Band Mystic Hour dann kam, zu der mich Thomas eingeladen hatte, brauchte ich natürlich Equipment. Und als Studentin, beziehungsweise gerade fertig, als Abiturientin, hatte ich gar kein Geld. Deswegen hat mein erstes Mikrofon tatsächlich meine Eltern finanziert und da war ich auch ganz stolz drauf. Vor allem, sie haben einfach gesagt, sag mir, was du brauchst, wir legen Werte drauf, dass ihr gute Sachen mit guten Sachen startet und dann haben sie mir das echt gekauft. Wir hatten anfangs gar kein Geld, um uns irgendwas zu kaufen. Also genauso war es. Einfach gar kein Geld. Ja. Gar kein Geld. Wir waren Studenten und wurden von unseren Eltern und BAföG unterstützt. Ein Hoch aus BAföG. Oh komm, es ist unfair. Also auf jeden Fall irgendwas mit SU am Anfang. Dabei bleibt es auch. SU. Wir hatten Straßenmusik gemacht. Zum allerersten Mal in unserem Leben. Und da haben wir 12 Euro gekriegt in einer halben Stunde. Das war in Mainz. Wir waren so happy zu dem Zeitpunkt. Das Problem war leider, wir haben nicht ganz bedacht, dass uns der Sprit nach Mainz hin und zurück 15 Euro kostet. Und ein schlauer BWLer weiß, das Geschäft ist nicht sehr lukrativ. Aber das war uns egal. Die Miese haben wir dann unter den Tisch gekehrt. Also wir hatten 12 Euro Gewinn gemacht. Ganz genau. Ihr könnt uns natürlich auch immer noch für Auftritte buchen, öffentlich oder privat. Egal, wir spielen eigentlich immer noch alles. fast alle Veranstaltungen. Nee, nicht überall. Also wenn es dann wirklich heißt, keine Ahnung. Wir sagen einfach mal, wir spielen überall. Also wenn ihr Interesse haben solltet, dann schreibt uns einfach an, per E-Mail oder irgendwo auf allen Kanälen. Dann können wir mal gucken. Vielleicht kommen wir zusammen. Wir würden uns sehr freuen. Wir gucken uns jetzt mal einen Zusammenschnitt an aus den Auftritten, die wir hatten, von unseren ersten bis zu unseren letzten. Also viel Spaß. Viel Spaß. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Musik.
die letztjährige Tour mit Vancanto und Evertail. Also das war für uns eigentlich auch gefühlt, muss ich sagen, irgendwie der Anfang von Moonsun. Keine Ahnung, ja. Obwohl wir schon seit 8 Jahren jetzt Musik machen. Aber ab da haben wir wirklich gemerkt, okay, jetzt nimmt es die Leute ernst. Ja. Wir haben jetzt die Leute mal getroffen und sehen, dass es wirklich reale Personen sind, die uns da Kommentare schreiben und sowas. Viele, 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 die man jetzt gar nicht so nennen kann, aber darunter zählen auch so ganz kleine persönliche Highlights, wenn uns jemand einen Brief schreibt und sagt, dass wir ihm Kraft geben, überhaupt weiterzuleben und sowas. Das ist dann schon echt tiefgründig und ergreifend. Als Zugabe haben wir Say Hello gespielt, unser Lied, unser Say Hello. Und die Leute haben tatsächlich mitgesungen. Ich hätte beinahe das Lied gerade mehr singen können. Nee, wirklich, das war so ein Gefühl, da hätte ich heulen können. Aber auch als ich zum Beispiel bei Flor Jansen von Nightwish, die damals noch nicht bei Nightwish war, aber kurz davor, gesungen hat, da war ich 2 Wochen und habe Gesangsunterricht bei ihr genommen. Might it help finding that closed... Sing so soft, it's costing a lot of power. Your little extra where they are, they're here. Okay. Now what could help to feel them is to pretend you have very heavy shopping bags, mm-hmm. preferably with shoes on your hands. In my case, shoes. Maybe you have another fetish. And it's pulling you down. Not your arms, not your shoulders, but this area where you're, so you can actually feel that your bra is getting a little tighter. Mm-hmm. Yeah. You're gonna feel if you're activating and relax and stress. Yeah. Oder auch als mich Xandria gefragt hatte, ob ich ihre neue Sängerin werden wollte. Ich hatte es dann abgelehnt, weil wir halt eben Moonsun hatten. Das war mein Baby. Liebe Community, ich brauche eine neue Hose. Wir haben gerade festgestellt. Meine, weil das Problem ist, ich habe nur eine Jeans. Glaubt oder nicht, ist das wirklich so? Also wir kriegen auch regelmäßig neue Klamotten von unseren Fans. Da sind wir auch echt sehr, sehr dankbar dafür. XL T-Shirt. Was hast du? S. Oh ja. Also wir haben schon echt ein paar gesundheitliche Problemchen hinter uns gebracht. Es war in der Zeit wirklich ganz extrem, dass wir ständig irgendwas hatten. Mir geht's halt nicht so prickelnd. Heute Morgen ging's mir richtig elend. Steif im Nacken. Ich kann meinen Kopf nach links nicht drehen. Nicht nach links drehen. So. Und was haben wir heute? Gleich ein Auftritt, aber es ist kein Problem. Das ist der Super-Domi. Der kann alles. So ist es. Ich kann alles. Ich hab's heute richtig verkackt. Aber richtig. Show me you. Susanne sieht herrlich aus. Aber der Auftritt ist gleich in 4,5 Stunden. Susanne, erzähl uns von unserem gestrigen Auftritt. Also, es war erstmal überhaupt ein Wunder, dass er stattgefunden hat, weil es mir extrem schlecht ging. Also, es war so wie der ganze Tag. Nicht so prickeln, sag ich mal. Aber ich muss nicht kotzen, das ist schon mal die Hauptsache. Die schlimmste Zeit war, als ich so einen Halskratzen hatte und so einen trockenen Hals und dachte, es würde an meiner Stimme liegen. Wir haben Auftritte abgesagt. Ich habe mitten in einem Auftritt habe ich angefangen zu heulen, also in der Pause dann. Thomas musste mich komplett aufbauen, weil ich total aufgelöst war, weil ich dachte, es wäre was mit meiner Stimme. Dabei war gar nichts an meiner Stimme. Und es hat dann echt eine Zeit lang gebraucht, bis wir da wieder rausgekommen sind. Wir machen echt alles zusammen. Also von den 24 Stunden, die es am Tag gibt, sind wir im Schnitt 22. Viele Stunden. Viele Stunden irgendwie gemeinsam. Und ja, aber gut, die meiste Zeit, muss man wirklich sagen, arbeiten wir halt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag nur zu Hause rumlungern. Und auch. Ja, du vielleicht. Unsere Nachbarn klopfen gerade. Vielleicht will auch einfach nur unser Gefangener aus dem Schrank raus. Wir sagen zwar immer, wir hätten keine Leute, die mit uns arbeiten, aber in Wirklichkeit sind die alle im Schrank versteckt. Eingesperrt. So.
Man sieht hier schön, wie es aussieht, wenn wir ein Video drehen. Hierzu hatten wir jetzt bei Still Missio eine Villa gemietet, bei der wir schön viel Platz um uns herum hatten. Hier könnt ihr sehen, wie wir damals unsere Videos gedreht haben. Dafür mussten wir in unserer 54 Quadratmeter Wohnung, Zwei-Zimmer-Wohnung, alles komplett umstellen, also das ganze Wohnliche erstmal weg und dann die Kamera aufbauen, die Lichter aufstellen. Da hinten steht die Couch, wie ihr sehen könnt, die steht normalerweise hier rechts. Und die Schränke, die Musiksachen, alles komplett verstellt. Das war halt immer ein Riesenaufwand, wenn man mal ein Video drehen wollte. Hat das erstmal 2 Stunden Vorbereitung gekostet, um dann wirklich starten zu können. Da hinten unser Schreibtisch, in der Küche der Stuhl, also alles sehr chaotisch. Apfelsaftschale. Unser Geheimrezept ist, wir sind ein super Team. Bombenteam. Bombenteam. Deshalb herrscht bei uns da immer Bombenstimmung. Immer. Wir sind ein super Team und wir alle sind ein super Team. Aber eins wollen wir euch nicht vorenthalten. Das zählt zu den peinlichsten Aufnahmen, die wir von uns haben, die ich gefunden habe beim Durchstöbern von unseren ganzen Videos. In my heart there rings a melody. There rings a melody. Wir mit Patreon. Wir sind seit Mai 2018 hauptberuflich Musiker und haben ganz viele verschiedene Standbeine, in denen wir uns ausgebreitet haben, dass falls eine Finanzquelle irgendwie abbrechen sollte, dass wir nicht ohne was zu essen dastehen, obwohl unser Kühlschrank doch auch trotzdem so immer wieder sehr leer ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das Allerwichtigste ist Patreon. Ohne Patreon ginge da gar nichts. Deswegen ein riesen Shoutout an alle unsere Patrons. Und dann haben wir natürlich noch die Einnahmen von YouTube, die Einnahmen über die digitalen Vertriebe, sowas wie Spotify, Amazon Music, Apple Music. Und auch unseren Merch-Shop, also Online-Shop. Merch ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann tatsächlich auch die Auftritte, die wir spielen. Wir spielen bei vielen privaten Veranstaltungen, aber auch Konzerte. Also es ist ein riesen Mix aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Natürlich auch Spenden. Also da kam mal eine E-Mail an und wir dachten, also ich sag zu Thomas, das ist Spam. Und da hat uns dann jemand, wollte einfach nur unsere PayPal-Adresse haben, damit er uns Geld schicken konnte. Und da haben wir Gott sei Dank die E-Mail dann noch gelesen. Ja, wir beantworten ja auch alle E-Mails, die er uns schreibt oder alle Nachrichten selbst. Also da steckt wirklich niemand sonst dahinter. Ich spiele bereits seit 16 Jahren knapp Tischtennis im Verein, auch aktiv, also mit Schlagzeug. Aktiv, was sonst? Als du weißt, hier im Video sieht man, wie ich mich mit meinem Mannschaftskameraden Ilja duelliere. Der Jungspund, der hat auch noch um 12 Uhr nachts Kraft, dann noch 27.000 Sätze zu spielen. Da bin ich dann schon meistens ein bisschen platt, aber natürlich muss ich mich da natürlich noch ein bisschen auspowern. Und Susanne freut sich ja immer, weil ich dann zu Hause am nächsten Tag meistens nicht mal ein Tennisbälle dran dreht oder sowas. Ein ausgepowerter Thomas ist ein zufriedener Thomas. Nee, ein ausgepowerter Thomas ist eine zufriedene Susanne. Oder so. Damit ihr mal seht, wie das richtig geht, ich spiele nämlich auch Tischtennis, ja. Das müssen wir auch aktiv im Verein. Nee. Du spielst jetzt erste Bundesliga, oder? Du spielst seit dieser Saison erste Bundesliga. Und das seht ihr hier. Oh Gott. So sieht es aus, wenn man professionell an die ganze Sache rangeht. Genau. Also bei mir ist das Ding, ich finde, Hobbys sollten eigentlich spannender sein als das, was man beruflich macht. Und da unser Beruf schon so spannend ist, sind meine Hobbys so ganz normale Standardsachen wie Filme schauen, im Garten arbeiten,
ab und zu mal ein Buch lesen und mich ein bisschen sportlich betätigen. Ich habe doch noch was vergessen. Mir ist was eingefallen, aber ich dachte, Hobbys gehen einfach nur darum, was man alleine macht. Aber was Thomas und ich zusammen machen, sind Videospiele spielen. Also wir sind da schon ganz gut am Zocken. Der Hauptinspirationsort von mir jetzt persönlich ist die Dusche tatsächlich. Da ich habe keine Ahnung, warum das so ist, ob das das angenehme Plätschern vom Wasser ist oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber da bekomme ich die meisten Ideen. Aber ansonsten kann alles eine Inspiration sein. Irgendeine quietschende Holztür oder ein Lichtschalter. Ich habe heute schon 550 Schritte gemacht. Ist das gut? Nein. Nein. Man muss dazu sagen, es ist 9 Uhr morgens gerade. Ja, dafür finde ich es gar nicht so schlecht. Ja, klar. Oh Gott, wie viel Uhr ist es gerade? Es ist, oh Gott, es ist 7 Uhr abends. Das erste Album. Weil wir da wirklich, oder ich vor allem, ziemlich wenig Ahnung hatten noch von allem. Von Recording, wie man überhaupt ein Lied schreibt, wie man das aufnimmt, was man da damit überhaupt dann irgendwann irgendwie macht. So, Tag 1 unserer richtigen Schlagzeug. Unserer richtigen Gitarrenaufnahmen. Geht's los? Die Mickey Mouse. Welche ist denn heute? 27.05. 2012. 2012, 11 Uhr 49 in etwa. Ja, vielleicht 50. Wir fangen mit Say Hello an. Und hoffen wir, dass das alles gut über die Bühne geht. Heute ist ein sehr glorreicher und wichtiger Tag in unserer Moonsun-Karriere. Heute ist der 24. Februar 2052 und wir präsentieren heute dem weltweiten Publikum unsere ersten Hörproben oder Samples von Silent Pieces. Wir sind da drin, warte mal. 2, 3, 4, 50. Maus, mach jetzt! Jetzt haben wir so lange gewartet! Ich trau mich erst überhaupt nicht. Oh Gott. Die erste CD unseres Lebens. Ich mach's jetzt nicht kaputt. Oh Mann. Sieht sowieso gut aus. Zeig mal. Viele von euch warten sehnsüchtig auf ein neues Album. Und fragen uns auch gerne täglich danach. Aber wir müssen euch jetzt eventuell vielleicht enttäuschen, also das ist jetzt nämlich erstmal nicht vorrangig unser Plan. Genau, wir haben nämlich ein anderes Konzept. Wir ziehen uns nicht komplett zurück und arbeiten anderthalb Jahre an einem Album, wenn es gut läuft, weil dann könnten wir sonst gar nichts mehr machen. Also unsere Zeit ist ja begrenzt und wie ihr wisst, machen wir alles zu zweit. Und wir haben mittlerweile unsere Verteilung gefunden, wie das funktioniert und dass auch unser YouTube-Kanal funktioniert, müssen wir halt eben auch aktiv bleiben. Wollen wir auch aktiv bleiben. Und wenn man so ein Album produzieren würde, kann man mal schnell sagen, tschüss, wir tauchen jetzt mal unter und sehen uns dann nochmal in anderthalb Jahren. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja. Deshalb schreiben wir jetzt einzelne Lieder, veröffentlichen diese auch einzeln und wollen, das ist die große Neuheit jetzt, wollen auch mit diesen Liedern, also mit diesen Metal-Songs, Konzerte spielen oder auf Tour gehen. Und da sind wir gerade am Plan. Also das wird aber noch auf jeden Fall 1 bis 2 Jahre dauern, bis es soweit kommt, weil wir brauchen natürlich dann auch Musiker, logischerweise, zu zweit. Ich werde zwar im Tischtennis immer Krake genannt, weil ich mit meinen Armen immer überall drankomme, aber Schlagzeug, Bass und Gitarre und noch minimal Gesang gleichzeitig zu machen, wird ein bisschen schwer. Irgendwo hat sogar Thomas Grenzen. Deshalb müssen wir auf jeden Fall noch neue Musikerkollegen anheuern. Dann für die Tour. Genau. Und natürlich auch schon ein bisschen vorher, um zu proben und alles. Aber das wir sehen uns erst auf Tour. Ohne Proben nach oben. Hey! Also das, was das Musikerleben am meisten unterscheidet von einem ganz normalen Bürojob, sind einfach die Fans. Man hat Fans. Man hat Fans. Im besten Fall. Es gibt auch Leute, die haben keine Fans. Ja, wir haben uns früher mal gefreut, wenn 2 von unseren Fans auf ein Konzert kommen. Mittlerweile sind wir so viele und so eine große Moonsun-Familie. Und es ist echt schön. Und es war
echt schön, euch alle mal live kennenzulernen und auch die, die wir leider nicht kennenlernen können, weil sie in Brasilien, in Indien, in Australien oder sonst wo. Aber vielleicht werden wir auch euch irgendwann treffen. Genau. Wir hoffen, wir geben Vollgas und wir brauchen dafür natürlich euch und eure Unterstützung. Genau, also auf die nächsten 50.000, dass wir die 100.000 Subscriber erreichen. Unser nächster Meilenstein sind 100.000 Abonnenten. Genau. Ja. Eigentlich wollte ich um 7 ins Training. Oh, hast du um 7 losfahren. Da fahre ich mal 8 los. Ach, du gehst noch? Klar. Es gibt Wurst und Bier. So, ihr Lieben, das war unser Video zu unserem 50.000 Abonnenten-Special. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Jawohl. Und falls ihr noch irgendwelche Anregungen oder Kommentare habt oder sonst irgendwas wissen wollt, einfach ab in die Kommentare damit. Genau, wir freuen uns über jede Nachricht, die ihr kommt, auch wenn wir sagen, dass wir viel zu tun haben, aber... Natürlich freuen wir uns über eure Nachricht, das ist ganz klar. Ja, das ist ja in dem, wir haben viel zu tun, schon mit inbegriffen. Genau. Also auf die nächsten 50.000 und wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. So, kurze Pause. Kurze Super Mario Pause. Wie heißen diese Dinge eigentlich? Die kennt, steht es da? Mhm. Pets. Pets, das ist ein Z. Oh, Pets. Kennt ihr diese Pets? Da. Die schmecken sogar ziemlich cool. Klappe die Pfeife. Kommen wir zur nächsten Frage. Worum ging die Frage nochmal? Nein, ich habe keine grauen Haare. Susanne ist sehr unzufrieden, dass ich jetzt mitten im Interview ein bisschen Jambe klopfe, aber ein bisschen auspowern ist auch notwendig. Letztes Mal eins. Du hast dein Haar. Verzeihung. Du kannst mir nicht einfach die Haare rausreißen. Mach, du hast noch genug. Jetzt mach.